Das ist nicht Tomatensaft, Leute. Tomatensaft! Das ist Tomatensaft. Schöne Grüße mal an Team. Tag aktiv. Na, seid ihr schon im Bett oder was? Leute, nee. Nicht die Augen zumachen, wenn ihr schon im Bett liegt. Oder wenn ihr gerade so sitzt, ne? Irgendwo auf der Toilette oder auf dem Sofa, weil Wochenende ist, Leute. Haut ein Like rein, wenn ihr gerade irgendwie rumliegt, sitzt, steht, schwach seid. Und euch auf das Wochenende freut. Noch ein Tage für das wunderschöne Live-Event, ne? Die Sirenen ertönen in das Depot. Es tutet und tutet, ne? Alle paar Minuten kommt hier eine Sirene. Der Start steht kurz bevor. Und tatsächlich gibt es ein paar interessante Infos rund um das Depot. Und wir haben Leaks zu Season 11 Teaser. Richtig krasse Leaks, Leute. Die werden euch richtig wegfetzen. Richtig phänomenale Dinger, ne? Da Epic bisher keinen einzigen Teaser rausgehauen hat, müssen halt die Leaker die Teaser raushauen. Weil sonst kriegen die auf Instagram keine Likes. Aber, hey, Leute. Am Sonntag wird auf jeden Fall gelivestreamt. Um 17 Uhr fängt dieser Livestream an. Seid dabei. Vor allen Dingen verlose ich 11-mal den Season 11 Battle Pass. Desto länger ihr im Stream drinne seid, desto mehr Punkte sammelt ihr. Und mit den Punkten kriegt ihr mehr Tickets rein, um bei dieser Verlosung teilzunehmen. Ne? Also einfach den Livestream anschauen, dabei sein und die Chance erhöhen. So, das allererste Interessante in das Depot. Ja, die Sirenen gehen gerade alle paar Minuten an. Ne? Auch bei dem Bildschirm ist der Roboter jetzt verschwunden. Auch wenn man alle Kassetten hat. Ne? Sind jetzt einfach die Bildschirme wieder ersetzt worden. Das liegt daran, dass sie das Depot tatsächlich aktualisiert haben und es unzerstörbar gemacht haben, ne? Man kann das Depot nicht mehr abbauen. Zumindest nicht die Lagerhalle des Besuchers. Mal Kleinigkeiten kann man noch so abbauen, die unwichtig sind, ne? Sowas hier kann man abbauen, das Gerüst. Aber nicht das eigentliche Gebäude, nicht gewisse Treppen, auch nicht das Gerüst oben. Doch oben das Gerüst ist komplett unzerstörbar geworden. Also fürs Live-Event ist das wichtig. Die Leute sollen das Ding nicht kaputt machen, wenn der eigene Spielmodus dazukommt, ne? Falls ihr nicht wisst, wie das mal ablaufen wird. Es wird einen eigenen Spielmodus geben, wo ihr dann reingeht. Und dann werden dort alle drinnen sein. Man wird die Leute nicht hier abknallen können und. Beziehungsweise es wird Respawn geben. Und dann geht diese Party los, Leute. Und wie die Party aussieht und wie die losgeht, Leute, das sehen wir auf jeden Fall in diesem wunderschönen Teaser, den ich euch jetzt zeige. Wir hätten zum Beispiel diesen einen Teaser hier von, wo auch immer her, ne, warum auch immer. Die haben so deep in den Spieldateien rumgefurmelt, ne, da haben die schon Ingame-Szenen gefunden. Ein abgespeichertes Bild von Dusty Depot, der Meteorit kracht volle Kanne rein. Ist nicht einfach zufällig im Kreativmodus entstanden, nein. Das ist auf jeden Fall direkt aus den Spieldateien, Leute, rausgefunden. Fisch, ne? Hat aber ein bisschen auf jeden Fall. Warum sieht auf jeden Fall das Depot so ein bisschen leer aus, ne? So, wo fehlen die. Wo sind die Berge so im Hintergrund? Die anderen Orte? Muss ein Fehler sein. Hat Epic bestimmt falsch gemacht, ne? Epic wieder verkackt, wie so die ganzen Kiddie immer sagen, ne? Naja, mal Spaß beiseite, ne, Leute? Was sehen wir hier? Wir sehen, dass die Depot wieder Meteorit volle Kanne reinkracht. Ist halt eine der möglichen Sachen, die passieren können, ne? War, dass der Meteorit wirklich in das Depot jetzt weiterfliegt, dass die Zeit abgelaufen ist und dadurch, dass die Zeit eingefroren ist, dass sich das aufhebt und dann der Meteorit und die Kugel bei Loot Lake anfangen langsam sich auszubreiten und dann so langsam reinkrachen werden, ne? Es ist halt möglich und deswegen ist es okay. Es kann so passieren. Es ist eine der möglichen Sachen, die passieren können. Aber das ist 100%ig Kreativmodus. Einfach nur die Dinger reingeballert, ne? Und so jetzt so tun, als ob das jetzt irgendwie ein richtiges Bild wäre. Ach, die Instagram-Seiten, die kann man nur lieben. Season 11, Zeit für bessere Grafiken. Handy als Maul. Was gibt's da nicht zu verstehen? Ich habe Handy als Maul gesagt. Das ist simpel. Zeit für bessere Grafik. Season 11, Leute, mit einem guten Opa, der... Bin das ich? Bin das ich? Willst du sagen, ich brauche bessere Grafik? Gefällt dir diese Grafik hier nicht? Ne? Gefällt dir diese Qualität, diese Gesichtstextur nicht? Ha? Bist du unzufrieden damit oder was? Ein Aufspaß beiseite. Da hat jemand mein Gesicht auf den Skin gefotoshoppt. Und Zeit für bessere Grafik, Leute. Season 11 ist am Start. Wobei ich die Grafik jetzt bei Fortnite wohl am wenigsten kritisieren würde. Ne? Die Grafik ist okay. Nächster Leak, Teaser, was auch immer. Fortnite hat auch getwittert. Das Ende. Danke fürs Spielen. Danke für das Geld. Permanente Downtime beginnt jetzt. Bam. Abgesahnt, Leute, ne? Fortnite zieht weiter und produziert jetzt wieder Unreal Tournament. Ne? Fortnite ist zu Ende. Dank der undankbaren Community braucht man auch nichts mehr zu leisten. Dankeschön. Na klar. Ja, aber das ist halt eine verbreitete Theorie, dass die Server runterfahren. Theorie, ne? Ich weiß nicht, woher diese Theorie kommt oder wie man das überhaupt realistisch betrachten sollte, aber ja. Boah, Leute, das ist mal richtig reingehauen, ne? Season 11 Fortnite Battle Royale mit dem Wissenschaftler-Skin.
Und dann noch einfach einen weißen Rahmen drüber gelegt. Das sind richtig krasse Teaser. Aber ja, phänomenaler Teaser, Kollege. Okay, was haben wir noch? Fortnite Save the World, nun kostenlos. Ab 14. Oktober. Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Wobei, ne, es geht hier, in den Spieldateien steht ja drin, dass Fortnite, sag ich mal, den Early Access Status verliert, beziehungsweise verlässt und diesmal jetzt halt in die Beta übergeht, ne, Early Access ist quasi noch vor der Beta. Deswegen gibt es halt jetzt so ein bisschen die Vermutung, dass Save the World kostenlos sein wird, aber Fortnite! Und dann haben wir da Double Pump, Leute, oh mein Gott! Leute, mal, das geleakte Teaser ist am Start, Double Pump, oh boy, ist auch drin. Das ist definitiv dieser Gemini-Skin, dieser Weltraumhase, ne? Und das sieht mal richtig bufft aus. Da hat ja jemand einmal den Omega-Skin genommen und dann den Gemini-Skin oben drauf gepackt. Lieb ich, ne? Hier unten haben wir auch einen Text. Du kannst dieser nicht leaken. Hab einen schönen Tag von Seven. Ja, das ist es halt, ne? Du kannst dieser nicht leaken, weil die nicht in den Spieldateien drin sind. Die sind nicht im Spiel drin. Aber die ganzen Leute, die versuchen, irgendwelche Bilder aus dem Live-Event zu leaken, obwohl das Live-Event noch gar nicht stattfindet, ne? Weil, als ob es so eine Aufnahme in den Spieldateien gibt, ne? Hey, wir haben mal eben ein paar Bilder abgespeichert in den Spieldateien vom Live-Event, weil, so what? Warum auch nicht? Man muss mal nur deep reingehen, so richtig deep, ne, Leute, dann findet man das. Ja, diese Geschichte hier, Leute, ne, die kursiert gerade auch ganz gut rum. Auf der Instagram-Seite, wo ich das gefunden habe, hier, war der Text vor allen Dingen, bei Live-Event Leak, ne, die Rakete wird in die Nexus-Kugel reinfliegen. Schaut euch mal das Bild an, Leute. Was stellen wir da fest? Die Aussage ist, die Rakete wird in die Nexus-Kugel reinfliegen. Und wir sehen, wie die Spitze von der Rakete aus der Nexus-Kugel rausguckt. So, und die Aussage ist, die Rakete fliegt in die Nexus-Kugel, ne? Das ist jetzt die Rakete. Da ist die Spitze, ne? Das ist das, was spitz zugeht. Und da unten ist das Triebwerk, ne? Also, üblicherweise fliegt eine Rakete mit der Spitze nach oben oder geradeaus, ne? Also immer mit der Spitze nach vorne. So, ne? Stellen wir uns mal vor, das ist die Nexus-Kugel. Ne? Das ist jetzt hier eine schöne Nexus-Kugel. Es ist rund, ich habe gerade keinen Ball zur Hand. Das ist jetzt die Nexus-Kugel. Jetzt kommt die Rakete an. Fliegt das rum, ne, Leute? Und dann kurz bevor es in die Nexus-Kugel reinfliegt, macht es auf jeden Fall einen 360 und rammt volle Kanne mit dem Arsch in diese Kugel rein. Und genau so wird das Live-Event passieren. Genau das will mir der Typ hier mit diesem Live-Event liegt wir verraten, oder was? Dass die Rakete mit dem Arsch in die Kugel reinfliegt, oder was? Oder ist es von der anderen Seite reingeflogen und hat das Ding ordentlich pariert und drin ist? Die Spitze guckt einmal raus, ne, als ob du einfach zu tief reingesteckt hast. Das kann natürlich auch sein. Kann aber auch kompletter sein. Echt denn hierher zu zweitem? Ich glaube, das ist volle Und da können wir immer was von Elch erzählen. Weil warum soll die Rakete in die Nexus-Kugel reinfliegen? Und dann guckt die Spitze so raus, wie so ein kleiner guckt auf der anderen Seite so rauf. Einmal raus auf der anderen Seite, ne? Findet im anderen Universum, aber die Spitze guckt raus. Immer die Spitze, Leute. Ja, Bruder! Let's go! Season 11 Battle Pass, na klar. Zwei dieser Skins sind schon raus. Denn Season 11 Battle Pass ist schon zur Hälfte quasi veröffentlicht, ne? Und die anderen Skins genauso, die da im Hintergrund rumschwirren, ne? Ruby Skin, der andere stand zum Voting. Gut, der wird wahrscheinlich in Season 11 im Shop rauskommen, ne? Palamas kommen wieder raus, auch nicht schlecht. Die Tastatur ist auch aus Season 10 hier. Ne, was haben wir hier für einen Recolor? Ist auch, soll das legendär sein? Der sieht Dreck aus. Dann haben wir wieder diesen Ghoul Trooper, den wir schon jetzt zweimal gesehen haben, ne? Und das ist mal ein richtig geiles Spray, Leute. Das ist mal ein richtig geiles Spray. Hat er sich ganz schnell was selber zusammengemalt, weil er dort irgendwie einen Füller braucht. Der Pile S1000 ist auch schon raus, ne? Der gesamte Battle Pass ist schon zur Verfügung. Den haben wir schon, Leute. Den brauchen wir gar nicht mehr. Season 11 findet jetzt schon statt, ne? Ich sagte doch, Season 10 kreuzt alle Zeitlinien. Deswegen haben wir schon eigentlich alle Battle Pässe drin. Oh, was ein Käse, ne? Was ein Käse. Wobei ich das Konzept von dem Ghoul Trooper feiern würde, falls ihr es nicht wisst, Leute. Ghoul Trooper kommt wieder. Es kommt noch eine männliche Variante. Das ist eine neue Variante und davon steht aber nichts. Ob es eine neue Variante von Ghoul Trooper gibt, weiß man nicht. Es wird halt wieder nur der alte gesammelt und halt eine männliche Version. Das ist das, was bisher so in den Spieldateien rumkursiert. Nächster Teaser, ab in die Retro-Zeit, Leute. Na, richtig geiler, gefotoshoppter Battle Bus. Der sieht so richtig ausgeschnitten aus, ne? Farblich passt es überhaupt nicht zur Umgebung hin. Das ist bestimmt Retro-Tilted Towers, ne? Wobei ich so ein richtig absolut geiles Retro mit Synthesizer so richtig cool finden würde. So richtig, richtig Neo-Retro, ne, so rein. Das wäre mega cool irgendwie. Wäre auf jeden Fall ein nettes Thema für Season 11. Was auch ziemlich fraglich ist, ne? Was ist das Thema für Season 11? Weiß keiner bisher. Na, außer eine neue Karte. Jeder guckt auf die neue Karte, aber eine neue Karte ist schön und gut. Aber welches Thema kriegt die neue Karte? Boy, es wird immer besser.
Oh, da, Leute, die Photoshop-Skills sind hier sowas von da. Die sind richtig lit im Overdrive-Modus. Ne? Der Praktikant dreht bei Epic volle Kanne auf. Ich feiere diese 11, Leute. Das ist so richtig einmal dahingeschissen. So, okay, passt schon, das wird schon jemand glauben. Nein, ist der hundertprozentig einfach nur ein Fake-Teaser, der irgendjemand erstellt hat. So von wie, Teaser ist raus, ne? Hier so eine komische Kevin-Ruine, Schmetterling ist da. Ein paar Streifen drauf auf dem Vendetta-Skin aus dem Season 9 liegt, ne? Bam, fertig ist, sind die Leaks für Season 11. Lecker schmeckt. Was haben wir hier? Eine neue Karte für Season 11. Ja, Thema Karten habe ich ja schon in einem anderen Video erwähnt, Leute. Oben rechts auf das i klicken, dort findet ihr auf jeden Fall eines der anderen Leak-Checks, die wir zu anderen Leaks gemacht haben. Und vor allen Dingen findet ihr auch dort den Zweitkanal. Würde mich auch freuen, wenn ihr bei StanLolWatt mal vorbeischauen konntet, Leute. Wir rasen dort jetzt auf die 100.000 Abonnenten zu, ne? 50.000 haben wir geknackt, jetzt rauf zu den 100.000. Würde mich mega freuen. Kommt aktuell ein bisschen COD Mobile, Brawl Stars kommt raus. Vielleicht auch irgendwann mal wieder Clash Royale, wenn da irgendwie mal was Vernünftiges rauskommt. Ah ja, viel über die Karte brauche ich nicht zu sagen. Auch wenn mir die Form der Karte gefällt, erinnert ein bisschen in England. Ne, die Form der Karte gefällt mir. Ich würde es feiern, wenn Fortnite nicht mehr so eine rechteckige Karte hat, weil dann braucht man auch keine neue Karte. Dann kann man auch genauso gut die alte Karte benutzen und komplett ersetzen. Ne, deswegen würde ich eine neue Form der Karte bevorzugen, die ein bisschen länglicher ist, mit mehr Inseln vielleicht, mit mehr Überbrückung und. Wäre auf jeden Fall nice. Fortnite Season 11 Announced Trailer. Jawohl. Diese zwei Charaktere stammen aus dem Mobile-Game, oder? Ich bin mir 100% sicher, aus irgendeinem Mobile-Game-Werbeclip. Das sieht so hundertprozentig Mobile-Werbeclip aus, ne? Das sind immer so die Standard-0815-Typen. Wobei ich ein Ägypten-Thema oder so alte Zeiten, Römer, Ägypten, Griechen, ne? Würde ich ein bisschen auch feiern, dass es ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Haben wir bisher nicht so wirklich. Maya-Tempel war immer wieder so mal vereinzelte Sachen, ja, aber mal so richtig das ganze Thema drauf fokussieren, so auf Ägypten, griechische, Sparta, Römer, ne? Das wäre irgendwie cool. Das wäre, da kann man auch viel machen und es bietet auch Potenzial. Ja, was das auch für ein Teaser ist, das ist doch das eine Kratos-Konzept, was wir hatten mit dem Zombie, ne? Wurde einfach mal schwarz-weiß gemacht. Okay, brauchen wir nicht viel zu erzählen. Fortnite, danke fürs Spielen dieses Spiels. Ja, playing this game. Danke fürs Spielen. Schade, das ist das Ende. Wir sind dankbar für all den Support in den Jahren. Dann gibt es einen Knopf zum deinstallieren. Genau. Ne? 5000 Euro investiert man in die Skins und dann wird das deinstalliert. Ist natürlich auch nur ein Scherz-Teaser, sage ich mal, ne? Aber hey, sieht okay aus. Sagen, bleiben wir mal ehrlich, ne? Okay, Season 11 Teaser, sehr kreativ, sehr, sehr kreativ. Man nehme einfach den Hintergrund der aktuellen Insel, packt eine 11 rüber drüber, bam, fertig. Ist das ein guter, schöner Teaser, ne? Ist ja fast so kreativ wie meine Geschichte. Ich habe wenigstens zwei Skins reingepackt, aber genauso die 11. Das ist bisher auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Fortnite Season 11 mit einem H. H wie Halloween, denke ich mal, ne? Man sieht noch ein bisschen Halloween-Hintergrund. Ah, Leute, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Da ist das Logo von unserem guten Clickbait-Ninja, ne? Nicht der, nicht der Streamer-Ninja, ist ein anderer. Ninja. Naja, der Kollege hat 20 Videos aktuell ungefähr, dass die Season 11 jetzt schon gestartet ist und der hat schon alle Informationen preisgegeben, alles sehe ich schon, ist anscheinend eine seiner Thumbnails, ist okay, aber hier, sieht gut aus, von der Qualität her wahrscheinlich eines der besten Thumbnails, die wir, beziehungsweise Teaser, die wir bisher in dem ganzen Video hier hatten, ne? Der Skin sieht cool aus, wäre ein mega cooler Skin für Halloween, die Farben sehen cool aus, das Haar sieht cool aus, Background nice, von der Qualität eines der besten Dinge, aber gut, für, da das ein YouTuber ist, er haut da natürlich ein bisschen mehr rein, ne, als ein paar Zuschauerdinge. Ey, das kennen wir doch schon, das haben wir ja gerade schon, das ist, Leute, die Weiterentwicklung. Ein Punkt, neuer Punkt, Anfang, Punkt, warum so viele Punkte, warum so viele Pausen, ein neuer Anfang, könnte man auch machen, ne? Ja, ist wieder mal der gleiche, die gleiche Geschichte, einfach der Ghoul Trooper drüber packen, schon fertig ist der Teaser, ne, weil was anderes fällt ja auch nicht, fällt einem auch nicht ein, einfach einen Ghoul Trooper reinzupacken, anstatt vielleicht mal neue Konzepte rauszubringen. Season 11 ist einfach nur Müll, genau, da ist wieder der Hund, tötet es, bevor es Eier legen kann, Leute. Ja, und nur mal der Plagendoktor, da gibt es auch bessere Konzepte, da gibt es auch so schöne Dinger, kannst du drüber packen, aber naja, hat er nicht. So, das, oh, das ist wieder, das ist phänomenal, Leute. Wenigstens kein Berg aus der aktuellen Map, ne. Kein Berg aus der aktuellen Map, auch wieder die 11 und auch einfach nur den Ghoul drüber gepackt. Ein bisschen die 11 transparent gemacht, ne, weil man nicht weiß, wie man den Ghoul drüber in die 11 reinpackt, sodass der quasi nur in der 11 drin ist, ne, so ungefähr wie mein Bild vorher, beziehungsweise wie dieser Typ hier, ne, kann man machen. da waren die, ohne Witz, die Season 9, beziehungsweise die Season 10 Teaser, die wir letztes Mal besprochen haben, ne, auf dem Wechsel zu Season 10, da haben sich die Leute schon ein bisschen mehr Mühe gemacht. Aber auch da war der Ghoul Trooper immer wieder in den Zahlen drin, ne? Immer wieder benutzt man den Ghoul Trooper als Teaser, weil, genau, das uralter Skin, der überhaupt nicht mehr spektakulär aussieht, das wird immer ein geiler Teaser sein für eine neue Season. Alles wird neu, neue Map, mega geile Features, aber lass uns mal den Ghoul Trooper reinpacken, was, man hat ja auch nichts Schöneres zum Zeigen, ne? So, Fortnite Season 11, wo die Leute auf der Rakete rumtanzen. Ja,
Würde ich jetzt nicht als Teaser behaupten, ne? Da kannst du auch einfach Season 11 wegpacken und es würde auch zu dem aktuellen Moment passen, weil die sind halt auf der Rakete, die Skins sind bekannt, das ist Catalyst, die Default Jonesy, ne? Und dann das Lama-Kopf-Ding. Sind bekannte Skins, hat nichts mit Season 11 zu tun, das kann sonst was für ein Ding sein. Außer die wollen damit zeigen, dass die gerade durch den Zeitstrom fliegen, wie im Season 10 Teaser, ne? Wo Jonesy durchgeflogen ist. Kann auch sein. Was haben wir hier? Fortnite, erster Season 11 Teaser. Brenne durch die Dunkelheit am 13.10.2019, Leute. Amerikanisches Datum ist immer ein bisschen verdreht, ne? Falls ihr euch fragt, was rumsteht da 10.13? Ist immer wieder so. Immer wenn eine neue Season anfängt und die ein Datum nennen, sind die Leute immer wieder verwirrt. Einige YouTuber sind auch schon drauf reingefallen. Epic hat gepostet am 6.10., ne? Obwohl irgendwie 10.06. gemeint wurde oder so. Naja, aber was soll das Bild jetzt? Was soll das Bild? Was ist das? Das ist einfach nur eine Flamme. Das würde ich schon eher ein Teaser nennen. Es ist mysteriös, man weiß nicht, was dahinter steckt, man sieht einfach nur eine Flamme, könnte eine Spitzhacke sein. Wenn das ein Teaser wäre, was es nicht ist, dann wäre das auf jeden Fall ein mysteriöser Teaser und da kann man sich ein bisschen was drauf vorstellen und beziehungsweise zeigt was Neues, nicht wie dieser olle Ghoul-Trooper in der 11. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt bei diesem wunderschönen Teaser, die wir hier besprochen haben, ne? Wunderschöne Sachen hatten wir hier auf jeden Fall dabei und tatsächlich doch gar nicht mal so wenige, ne? Sind auf jeden Fall einige dabei. Würde mich freuen, wenn ihr einen Like-Button reinhauen könntet, Leute, wenn ihr jetzt könnt ihr schlafen. Jetzt könnt ihr schlafen. Wenn ihr zu Team Frühaktiv gehört, wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Samstag. Und hier, genießt den Tag. Abo-Button, Glocke. Wenn ihr dieses Live-Event nicht verpassen wollt, seid beim Live-Event dabei. Und gebt mir Flosse. Flop.